Wenn ein Mann mir nicht reicht. Was für ein herausfordernder Titel. Ja, oder? Das habe ich mir als Titel überlegt für unsere neue sozusagen Episode, in der wir dich näher kennenlernen. Du bist jetzt zum dritten Mal verheiratet und nicht erst jetzt, sondern jetzt schon zum dritten Mal verheiratet seit... Wir haben dieses Jahr den 5. Hochzeitstag und haben gerade 14 Jahre gemeinsame Partnerschaft gefeiert. Wow, also der dritte Mann ist sozusagen schon 14 Jahre da. Ja. Wie kommt es denn, dass du dich dreimal verheiratet hast? Ja, das war so nicht gedacht. Oder zweimal geschieden. Man kann ja, ne? Tatsächlich war das so natürlich nicht gedacht. Gedacht war, diesen ersten Mann, meine große Liebe in meinem Leben zu heiraten und mit ihm das ganze Leben zu verbringen. Und was uns dann eben wirklich gelungen ist, ist, drei wunderbare Söhne zur Welt zu bringen und dann aber zu merken, ich habe dann gemerkt, die Vorstellung, die ich von mir hatte, wie eine gute Partnerin ist, was eine gute Frau eines Arztes ist, denn mein erster Mann ist auch Arzt, ja, der habe ich selbst nicht entsprochen. Nicht entsprechen wollen dann auch, oder? Ich habe überhaupt gemerkt, dass ich mich verdrehe, dass ich so eigentlich nicht bin, wie ich tue, dass ich bin. Und dann bin ich herzkrank geworden. Ich habe dann Herzrhythmusstörungen bekommen und bin dann beim Skifahren einmal bewusstlos geworden. Mhm. Alexander war in großer Sorge um mich und ich spürte, Susanne, höre auf zu lügen, werde ehrlich. Und das war tatsächlich die Initialzündung, zu mir zu stehen und zu sagen, so bin ich nicht, so kann ich nicht leben. Aber du warst ja glücklich mit ihm, zumindest eine gewisse Zeit sozusagen. Wir waren überaus glücklich verliebt und haben geheiratet und es war mein Märchenprinz und ich hatte mir die Vorstellung von meinem Märchenprinzen gemacht und bedauerlicherweise entsprach er immer weniger dieser Vorstellung. Für dich ganz persönlich sozusagen, beziehungsweise deine Rolle dann, wie du es ja gerade schon beschrieben hast. Ja. Und das ist schon hart, wenn man in seinem Leben aufwacht, Anfang 30, und man merkt diese Diskrepanz zwischen dem eigenen Leben und ja, dem eigenen Frausein, dem eigenen Entwicklungsweg. Und dann zu erleben, gut, mit dem anderen kriegt man diese Veränderung nicht gemeinsam hin. Und letztendlich führt das ja dann zu vielen Episoden, dass man jemand anderen kennenlernt, dass der Partner jemand kennenlernt. Und letztlich diese Außenbeziehungen sind ja ein Kennzeichen dafür, dass man es zusammen miteinander nicht mehr hinbekommt. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit, in eine Beratung zu gehen. Ich frage mich manchmal rückwirkend, hätte uns das geholfen? Denn ich mache ja auch Paarberatung immer noch. Ja, und das hat dann aus verschiedenen Gründen, die eben nicht mehr veränderlich waren, zu mir, für mich dazu geführt zu sagen, so kann und will ich nicht weiterleben. Und es war ein sehr, sehr, sehr schwerer Entschluss, denn ich hatte ja drei gemeinsame kleine Jungs. Hm. Und nichtsdestotrotz merkte ich, für mich ist Ehrlichkeit und Authentizität so ein hoher Wert, dass das für mich Grund genug war, mich zu trennen. Und ich muss auch sagen, ich habe so lange gewartet, bis ich mir so sicher war, dass ich diese Entscheidung niemals bereut habe, obwohl sie schmerzlich und schwer war. Und auch das Leben danach schmerzlich und schwer war zunächst. Und trotzdem hast du sie nie bereut. Genau. Ja. Und dann kam der zweite Mann, oder wie? Ja. Dann kam der zweite Mann. Und es ist schon spannend, wenn man so merkt, ich glaube, das gibt es in jedem Leben, dass man natürlich verschiedene Menschen hat, die einem nahe sind. Es gibt ja nicht nur den einen Mann oder die eine Frau, die man kennenlernen könnte. Und Johannes, mein zweiter Mann, war eben auch schon im Studium Kommilitone von mir und wir waren uns sehr nah. Ja, und jetzt kam er wieder ins Spiel und
es knisterte enorm und das war eine große zweite Liebe und Begegnung. Ja, und tatsächlich ist es ja so, wir waren auch wieder beide Ärzte. Und man sagt ja, dass die Ärzte, viele Ärzte eben zu Hause die schlechteste Apotheke haben. Also Kinder von Ärzten haben kein Pflaster daheim. Anscheinend haben Ärzte auch über Verhütung privat wenig gehört. Das hört man auch immer wieder. Jedenfalls in der ersten gemeinsamen Situation wurde ich erneut schwanger. Na gut, dass ihr so verliebt wart. Ja. Und dann ging es wirklich ins gemeinsame Leben rein. Und dann ging es ins gemeinsame Leben und Johannes war mutig genug, verliebt genug. Wir waren Mitte 30, tatsächlich sich für mich zu entscheiden mit den drei Jungs. Und wir hatten eine wunderbare Patchwork-Familienzeit. Und das würden die Jungs genauso sehen, rückwirkend, wie ich das jetzt erzähle. Und hattest du dann da das Gefühl sozusagen bei deinem zweiten Mann, dass du genug Freiraum für deine eigene Entfaltung hattest, also das, was dir dann vorher gefehlt hat? Ja, das war das Wunderbare, dass wir eben wirklich auf Augenhöhe gemeinsam berufliche Initiativen begründet haben, gemeinsam in der Praxis gearbeitet haben. Die Praxis war am Haus, das heißt, wir haben wirklich Familien- und Praxisleben zusammengelebt. Wir haben gemeinsam am Wochenende Fortbildungen gegeben. Die Studenten übernachteten bei uns. Also es war unglaublich burschikos. In allem lebten die Jungs mit drinnen. Und das war eine tolle, abenteuerliche Zeit, in der ich auch zur Biografiearbeit gefunden habe. Und Johannes übernahm dann alle vier Kinder und ich konnte wirklich wochenweise in die Ausbildung gehen. Also es war etwas Gemeinsames. Ja. Aber es hat nicht für immer gehalten. Wie lange hat es denn gehalten? Wie viele Jahre? Ja, es waren 7 wunderbare Jahre. Was ein Zufall. Und dann 3 sehr schwere Jahre. Und letztlich dann am Ende wieder diese Entscheidung, das Familienschiff erneut den Kurs wirklich zu wechseln. Und wohin ging es dann? Ja, dann führte es dazu, dass ich tatsächlich dachte, also Susanne, du hast jetzt 4 Söhne, du warst 2-mal verheiratet, du brauchst wirklich keinen Mann mehr, dazu besteht keinerlei Notwendigkeit mehr. Aber es kam anscheinend trotzdem noch einer. In dieser Zeit habe ich dann erfahren, wie schwierig es eigentlich ist, als Frau allein zu leben und dieses Geheimnis, sich gegenseitig zu unterstützen und zu merken, man ist zu zweit halt einfach mehr als alleine. Das spürte ich deutlich und gleichzeitig habe ich allein wesentlich besser gelebt als unglücklich zu zweit. Mhm. Ja, und dann lernte ich tatsächlich meinen dritten Mann Jan kennen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Derjenige, mit dem du jetzt seit 14 Jahren zusammen bist und nach wie vor sehr glücklich. Ja. Ja, tatsächlich. Und wenn du mich jetzt nach dem Geheimnis fragst. Was ist denn das Geheimnis? Das Geheimnis ist tatsächlich, dass wir sehr viele Auseinandersetzungen haben. Kann ja gar nicht anders sein in diesem Patchwork-Leben, was wir leben. Und gleichzeitig uns unsere Beziehung immer wichtiger ist als unsere persönliche Haltung zu einem Thema. Das heißt, wir suchen immer den Kompromiss. Und was ich das erste Mal so erlebe, dass die Beziehung so stark ist, dass wir beide wissen, wir halten auch lange Phasen von schwierigen Situationen aus und wissen, wir bleiben einander nahe und gehen weiter. Weil die Beziehung immer oberste Priorität hat. Ja. Und dein Mann Jan ist ja kein Arzt, richtig? Ja, tatsächlich. Und das war auch für mich eine wichtige Grundvoraussetzung. Ich wollte keinen anthroposophischen Arzt mehr kennenlernen. Oder keinen Arzt allgemein. Und Arzt oder? Allgemein auch nicht, ja. Und auch durch ihn kam es ja dann zum Lebenshaus. Ja. Das heißt sozusagen,
dein erster Mann hat eigentlich, beziehungsweise auch die Trennung von deinem ersten Mann hat dir die Möglichkeit gegeben, dich mit der Biografiearbeit intensiver auseinanderzusetzen, weil du den Freiraum hattest, so habe ich das jetzt verstanden, eben auch dem zu folgen. Und dein dritter Mann dann, also Jan jetzt, hat sozusagen dieses Lebenshaus auf eine gewisse Art und Weise mitgebracht. Ja, also es ist schon sehr spannend, dass eben tatsächlich ich mit Alexander, meinem ersten Mann, diese Möglichkeit hatte, dieses Muttersein wirklich zu leben. Ich war 7 Jahre ganz zu Hause und das war letztlich die Zeit, aus der ich mit am meisten schöpfe. Und dann mit Johannes konnte ich beruflich tätig sein in der Praxistätigkeit und mich weiterbilden in der Biografiearbeit. Und mit Jan, er hat mir wirklich so zur Seite gestanden, so unmerklich, dass ich jetzt wirklich zum BIL-Coachin werden konnte und wirklich einen ganz eigenen Stil in meiner Arbeit gefunden habe. Und eine ganz eigene Methode entwickelt hast. Ja, und tatsächlich ist es natürlich so, dass immer der Schmerz bleibt, diese Trennungen erlebt haben zu müssen und den Traum der Ehe bis zum Ende nicht erfüllen konnte. Und gleichzeitig die Erkenntnis, ja, dass ohne diese Trennungen ganz neue Entwicklungen womöglich nie möglich gewesen wären. Und das Wunderbare ist tatsächlich, dass es uns allen gelungen ist, fröhlich miteinander und aneinander teilzunehmen. Das heißt, wir waren jetzt ja erst auf dem 60. Geburtstag von Johannes alle zusammen. Und Alexander war bei meinem 60. Geburtstag, wo Johannes nicht konnte. Also es ist uns gelungen, im Menschlichen wirklich tief befreundet zu bleiben. Gerade nach der zweiten Trennung, Johannes und ich, wir sind ja in die Mediation gegangen, um den Übergang für Adam gestalten zu können. Und wir waren da jahrelang, alle paar Wochen. Und das war wirklich sehr, sehr notwendig, denn der Psychologe, der hat wirklich etwas Großartiges geschafft, nämlich unser beider Vertrauen zu halten und uns immer wieder aus dem Trennungsschmerz wegzuführen hin zu pragmatischen Lösungen in der Begleitung von unserem gemeinsamen Sohn. Also dieser Unterschied zwischen Partnerschaft, die man trennen kann und wo es manchmal auch notwendig ist, und die Elternschaft, in der man einfach immer in einem Boot bleibt und wo es notwendig ist, Kompromisse zu finden.